Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 12.07.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir ein neues Outfit und eine neue Picke. Das Set von gestern. Ja, und ein paar Daily Items. Jo, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal auf der rechten Seite an mit der Luftgitarre. Hammergeiles Teil, kriegt von mir 10 von 10 die Luftgitarre. Ja, sofort hatte das mal so schön gesagt. Was ist daran eigentlich Luftgitarre? Der spielt doch wirklich Gitarre. Also, und damit hatte er eigentlich auch recht, ne? Luftgitarre ist ja normalerweise, wenn man keine Gitarre in der Hand hat. Aber gut. Also, hier gucken wir mal rein. In das Voting. 4,26 von 5 bei 69 Votes am 14. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 11 Mal seit dem 94 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 23 Tagen. Amatai Chi für 500 V-Bucks. Ja, sehr smooth und gechillt. Und Tai Chi kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Und das hat hier ein Voting von 3,12 von 5 bei 15 Votes. Am 19. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seit dem 27. Mai, das letzte Mal im Shop. Vor 97 Tagen, am 6. April 2019. Ist ja der Wahnsinn, wie lange das schon wieder her ist, hey. Dann haben wir den Feuerläufer. Er sieht schon echt crazy aus, ne? Der Teil hier. Das sieht schon wirklich crazy aus. Ja, Feuerläufer kriegt von mir 7 von 10 für 1200 V-Bucks. Und da haben wir ein Voting von 3,52 von 5 bei 40 Votes am 5. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seit dem 40 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 27 Tagen. Die stachelige Streiterin für 800 V-Bucks. Ja, hier der Kaktus in der Wüste da. So. Ja. Ist schon irgendwo cool, der Teil. Kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 3,37 von 5 bei 35 Votes am 4. April 2019. Das heißt, man drin ist viermal seit dem 35 Mai. Das letzte Mal im Shop vor 36 Tagen am 6. Juni 2019. Der saubere Groove. Emote für 500 V-Bucks. Kriegt von mir 10 von 10. Ist der Clean Groove. Hat hier ein Voting von 3,91 von 5 bei 23 Votes am 29. Dezember 2018. Das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seit dem 46. Mai, das letzte Mal im Shop vor 47 Tagen am 26. Mai. De Quietscher für 1500 V-Bucks. Das Teil ist einfach nur, um einem so richtig schön auf die Nerven zu gehen. Da mit dem Lama Smash. Jo, der Teil, ich weiß, der sofort liebt das Ding. Der hätte das auch gerne in Real Life. Ich hasse das Teil und deswegen kriegt es von mir auch nur 3 von 10. Pixqueak. Hat hier ein Voting von 4,27 von 5 bei 20 Votes am 4. März 2018. Das erste Mal drin gewesen. 20 Mal seitdem 20. Wie meine, das letzte Mal im Shop vor 20 Tagen. Jo, da haben wir das Set, was wir gestern bereits vorgestellt haben. Da habe ich hier auch ein schönes Gameplay-Video zum Ion, zum Vektor, zu der Hexagone-Lackierung. Wir können jetzt einfach mal beim Wildwinkler, den habe ich leider nicht finden können. Wir können jetzt einfach mal in die aktuellen Bewertungen von euch reinschauen, wie gefallen euch diese Items jetzt nach einem Tag. Wir gucken wir mal rein. Da haben wir hier ein Voting beim Vektor von 2,81 von 5 nur bei 16 Votes.
Drei Reminders hier. Der Ion, das kann ich auch verstehen. Das ist schon, das Ding sieht schon wirklich cool aus. 4,2 von 5 bei 10 Votes. Also lohnt sich auf jeden Fall, in dieses Gameplay mal kurz reinzuschauen, wenn einen dieser Gleiter interessiert. Sieht echt gut aus. 8 Reminders. Dann haben wir hier diese Hexform. Kann ich auch nur empfehlen. Das Ding sieht echt mega geil aus im Gameplay. 4 von 5 bei 6 Votes. Ja, und dann haben wir diesen Wild Tangent, den habe ich leider nicht finden können. 4,17 von 5 bei 6 Votes. Zwei Reminders. Da werden wir mit dem Set durch. Wie gesagt, oben in der rechten Ecke ist das I. Könnt ihr draufklicken, kommt ihr zu den Videos. Ja, kommen wir mal zu den neuen Items von heute. Das ist einmal die Fixierung. Und das erinnert mich halt an meinen damaligen Kung-Fu-Verein. Solche Hellebarden ähnlichen Teile gibt es ja auch im Kung Fu. Finde, das sieht richtig crazy aus, das Ding hier. Und scharf, zielgenau und unerbittlich Teil des Fokus-Punktsets für 800 B-Bucks. Guck mal, wie sieht denn der Effekt aus? Ja, ist so ein Teil, hätte ich halt echt gerne mal in echt, ja. Aber na gut, gehen wir wieder zurück zu dem Ding hier. Sieht schon irgendwo cool aus und kriegt von mir auf jeden Fall 7 von 10. Dann haben wir hier ein Voting von 3,5 von 5 bei 2 Votes, 5 Reminders. Jo, dann gehen wir mal rüber hier zu dem neuen Outfit. Das ist der Fokus. Und den habe ich ja auch in einem Gameplay aufgenommen. Also so ein Zusammenschnitt. Ja, ich finde, das Ding sieht nicht so schlecht aus. Das Interessante ist, wenn man den erstmal von hinten sieht, ne, sieht er erstmal aus wie ein ganz normales Mädel. Dann läuft man hier rum. Hier oben sieht man es dann auch schon, dass da irgendwas ist. Und dann kommt hier diese Maske. Die Zukunft im Blick, Teil des Fokus-Punkt-Sets. Ja, gucken wir uns nochmal ganz kurz hier hinten das Backpack an. Ist ein Chaku hinten dran. Ah, die Dinge, die sind ja in Deutschland verboten hier, die Chakus. Rucksack sieht auch nicht so schlecht aus, okay. Ich finde, die sieht nicht so schlecht aus. Ist jetzt natürlich auch nicht der Oberknaller, aber ist auf jeden Fall ein sehenswertes Gameplay. Also denjenigen, den ich da aufgenommen habe, der hat auch ein paar coole Szenen rausgehauen. Kriegt von mir 7 von 10. Und hat hier ein extrem miserables Voting derzeit. Also ich muss dazu sagen, ich habe selten einen neuen Skin jetzt direkt beim ersten Gameplay auf der Map gesehen. War bei dem der Fall. Deckt sich aber nicht mit dem Voting, was wir hier haben. Ein Voting von 2 von 5 bei 2 Votes. Aber da unten schon 18 Reminders zu sehen. Ja, für 1200 V-Bucks der Fokus. Ich finde, das Ding ist nie so schlecht, wie es jetzt hier bewertet wurde. Aber es ist eben eine Geschmackssache. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal da, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Wir nehmen gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.